Schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben das hier alles schon mal ausgebreitet. Wie ihr seht, wir haben super viel Material, super viele kleine Pakete, die wir miteinander kombinieren können. Und wir haben hier auch schon mal eine mögliche Strecke aufgebaut für euch und würden uns dann die einzelnen Pakete mal genauer anschauen. Dabei starten wir mit dem Starterpaket Express Airport. Und auch dazu haben wir einen kleinen Film für euch vorbereitet, wo ihr nochmal die Details seht. Ja, den habe ich vorhin schon angemerkt. Ich finde es richtig cool, der flitzt da von den verschiedenen eben auf und ab. Richtig, der hat auch drei verschiedene Geschwindigkeitsstufen. Also wir können schnell fahren und wir können auch langsam fahren. Dazu natürlich auch wieder rückwärts. Das kennen wir ja mittlerweile schon. Genau. Und das Besondere ist auch, wie das bei vielen Zügen bei Märklin ja immer ist, wir haben Soundsystem und Lichtmodule. Aber wenn wir die ganze Zeit von Zügen reden, hey, dann müssen wir den Zug auch mal starten. Wir müssen damit spielen. Und ich habe die Fernbedienung bei mir hier stehen. Genau, da hast du wieder den Märklin Power Control Stick. Der läuft über Infrarotbasis. Und so können wir den ganz easy steuern. Da kannst du auch Licht und Sound einstellen. Und ja, der liegt auch bei Kindern ab 3 Jahren super in der Hand. Bei dir vielleicht auch. Ja, bei mir auch tatsächlich. Und was ich hier auch noch sehe, ist, das kennen wir auch schon bereits aus anderen MyWorld-Sets, dass man hier an dem Control-Stick noch diesen Button hat und damit kann man den Zug direkt stoppen. Auch für eine kurze Zeit. Sobald ich den Knopf drücke oder gedrückt halte, hält der Zug direkt an. Das ist cool für so kleine Zwischenstopps. Genau. Dann nicht wirklich hier zu regulieren, sondern einfach mal an dem Control-Stick das Ganze einzustellen. Und da oben, du hast es ja auch schon gesagt, gibt es nochmal die Möglichkeiten, praktisch die Soundmodule einzusetzen oder das Licht einzuschalten. Und ich würde sagen, ich fahre jetzt endlich mal los. Genau, probier es mal aus. Achtung, ganz wichtig noch, man muss ja den Zug hier oben noch einschalten, dann gibt es so einen Power-Knopf. Ich nehme das jetzt mal nicht runter, der sitzt schon so schön auf den Schienen und ich fahre jetzt einfach mal los. Und zack, da fährt er auch schon. Ja, die Schienen haben wir ja schon mal aufgebaut. Da sind in dem Starterpaket natürlich auch welche dabei. Schön ist natürlich hier, wie wir schon erwähnt haben, wir haben 2 Ebenen. Wir fahren unten und wir fahren oben. Das ist natürlich dann auch nochmal ein anderer Bauspaß, wenn man die ganzen Schienen zusammensetzt. Und ja, haben dann hier noch eine neue Dimension quasi dabei. Und das erinnert mich direkt an das echte Leben. Es gibt ja auch zum Beispiel, in Düsseldorf ist es so, da gibt es ja auch nochmal diese Schwebebahn, heißt sie, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Aber einfach eine Bahn, die direkt praktisch mit den Passagieren zum Flughafen fährt. Und das ist ja das Flughafenset. Von daher echt praktisch und passend. Ich mache jetzt auch mal das Licht an. So. Genau. Jetzt müsste die Bahn sogar leuchten. Ja. Die hat eine ganz kleine Leuchte vorne. Und du kannst ja auch mal die Soundmodule ausprobieren. Mhm. Ich halte am besten mal bei mir an, damit man das gut hören kann, über mein Mikrofon. Achtung. Willkommen am Flughafen. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Welcome to the airport. Wish you a pleasant journey. Bienvenue à l'aéroport. Nous vous souhaitons un bon voyage. Ja, natürlich auf allen Sprachen. Also zumindest auf den wichtigsten Sprachen, nicht auf allen, aber auf wichtige Sprachen. Genau, wie beim richtigen Flughafen. Ich finde es auch sehr cool, dass der Zug so detailliert ist und so realitätsnah. Wir haben hier auch noch mal ein cooles Detail, nämlich kann man vorne in dem Passagierabteil auch das Dach abnehmen, sodass man, danke. Gerne. sodass man hier auch die Inneneinrichtung sehen kann. Ich nehme das mal kurz ab, dann geht das natürlich alles ein bisschen einfacher. So. Und dann ist da dann die Möglichkeit, ja, dass man nochmal von innen sieht, wie das Ganze aufgebaut ist. Genau, wir haben ganz viele kleine Sitze, die kann man hier ganz gut sehen und die sieht man auch schon durchs Fenster. Dann haben wir auch noch den Aufdruck, also richtig detailliert und wie ich finde, sehr schön gemacht. Auf jeden Fall, gerade zum Thema Aufdruck, man sieht die Tür nochmal richtig schön herausgearbeitet, also von den Farben. Man sieht das Flugzeug als Symbol, als Piktogramm, um zu zeigen, dass es sich um den Airport Express handelt. Und man sieht ja auch eine Art Großstadt. Ich sehe den Eiffelturm zum Beispiel. Also das ist wirklich
ein Zug, der die Passagiere zum Flughafen bringt, damit sie weite Orte und große, schöne Städte bereisen können. Richtig, da hat man auch direkt ganz viele Möglichkeiten, fallen einem direkt schon ein, was man da spielen könnte. Wir können die Passagiere zum Flughafen bringen oder sie vom Auto abholen und weiter zum Flugzeug bringen. Also wir können da richtig das hektische Airport-Leben nachspielen. Auf jeden Fall. Und es gibt ja auch noch zum Beispiel hier die Sirene und solche Soundeffekte, die da auch noch integriert sind. Ja, so kommt der Zug dann ins Kinderzimmer und kündigt sich schon mal an. Genau. Da weiß auch jeder Bescheid. Oh, Terminal 1 erreicht. Ja, ich finde, das hört sich wirklich echt an. Ja, es ist wirklich realistisch gemacht. Ja. Cool. Aber was gibt es noch? Natürlich, wie wir es von den MyWorld-Themenwelten auch gewöhnt sind, haben wir immer weitere Ergänzungen, die mit den Paketen kompatibel sind. Auch beim Airport haben wir noch eine Ergänzung, wo wir dann nochmal ein paar weitere Gleiselemente haben. Und auch die zeigen wir euch jetzt in einem kleinen Film. Ja, das fand ich auch richtig stark. Es gibt diese Erweiterungsset, um einfach mein Schienensystem enorm zu erweitern. Richtig. Wir können hier dann wieder hoch und runter fahren, haben wir so eine kleine spektakuläre Bahn, wo unser Zug dann drüber fahren kann. Also die habt ihr wahrscheinlich gerade besser im Video gesehen. Die geht wirklich im Kreis hoch und haben wir dann wieder die zweite Ebene eröffnet, sodass das eine spektakulärere Fahrt wieder ist. Ich würde sagen, wir machen das einfach nochmal. Ich fahre nochmal meinen Kreis und dann seht ihr, wie ich auf verschiedenen Ebenen fahre. Zum Beispiel jetzt seht ihr im Video, ich bin gerade unten, jetzt kommt die Steigung, ich fahre im Kreis nach oben und bin jetzt auf der oberen Ebene. Also ja. Wie cool ist das denn? Wir haben halt in diesem Erweiterungspack dann nochmal diese gebogenen Gleiselemente, die wir einfach an die anderen anbauen können, sodass wir nochmal einen spannenderen Aufbau bewirken können. Und auch wir haben natürlich dann weitere Erhöhungen hier, sodass es ganz einfach auch aufzubauen ist und wir dann noch ein bisschen den Spaßfaktor erhöhen auch beim Aufbauen und viel mehr kreative Möglichkeiten auch haben, uns die Eisenbahnwelt zu bauen. Da bin ich ganz bei dir. Und was ich so schön finde bei MyWorld oder generell bei den Märklin-Produkten, es gibt ja keine Spielregeln. Das heißt, so wie ich mir das vorstelle, so wie die Bahn aussehen soll, also der Gleisverlauf, so kann ich mir das einfach erstellen. Und die Geschichten, die ich mir ausdenke beim Spielen, die sind auch völlig frei. Da kann ich mir auch alles Mögliche ausdenken. Schönes Set. Ja, ich bin auch ein großer Fan davon, dass man halt immer weiter ergänzen kann. Man kann mit einer Starterpackung anfangen, dann weitere Ergänzungen dazu ordern und einfach weiter aufbauen. Das hier ist jetzt die erste Ergänzung. Wir haben natürlich auch noch mehr. Wir haben auch noch Steigungen und Gefälle und eine Brücke, die wir euch auch zeigen. Auch dazu haben wir einen Clip vorbereitet. Film ab. Ja, wenn man schon oben rumfährt auf einer anderen Ebene, dann muss es natürlich auch eine Brücke geben. Auch das kennt man natürlich aus dem echten Leben. Richtig, und da kann man dann auch noch mal frei die Welt gestalten. Wir haben ja jetzt aus einer anderen Themenwelt noch den Tunnel dabei gestellt, einfach damit ihr auch mal seht, so wir können da den Tunnel drunter stellen. Man kann hier über Seen fahren, über Täler. Also da sind wirklich der Fantasie wieder keine Grenzen gesetzt. Ja, und das ist auch schön gemacht. Vor allem finde ich, dass es super simpel gestaltet. Man hat hier das Hauptelement, praktisch die große Brücke. Mhm. Und die Pfeiler sind ja super einfache große Klötzchen, die man aufeinander steckt und zack, steht schon die Brücke. Und wie du schon gesagt hast, der Tunnel, den haben wir jetzt extra mal dazugestellt, den zeigen wir euch noch in einem anderen Video, sowie auch der Bahnübergang. Aber ja, sei es ein Tunnel, sei es vielleicht auch ein Fluss, auch da ist der Kreativität wieder keine Grenzen gesetzt. Ja. Wir können uns verschiedene Szenarien ausdenken. Hoch, runter, alles ist möglich. Finde ich sehr, sehr cool. Schön gemacht. Ja, da haben wir halt wieder coole Elemente, die das alles nochmal aufpeppen und irgendwie dann unsere Bahn, die wir schon aufgebaut haben, dann nochmal so ein Element dazu bauen, das wirklich nochmal Spannung hinzufügt einfach zu dem Ganzen. Ich fahre nochmal kurz zur Brücke. Ja, genau, du kannst ja mal drüber fahren. Damit man das mal bewusst sehen, wie schön das ist. So, Achtung, da kommt jetzt die Bahn und jetzt steht sie hier schon auf der Brücke. Vielleicht muss die Bahn warten, weil es gibt gerade ein Störsignal oder was auch immer. Ich muss da halten. Und dann kann man sich jetzt von oben nochmal den Fluss angucken. Ja, genau. Oder den, in dem Fall, den Berg, den wir gerade da vielleicht überfahren. Ja, vielleicht sehen wir gerade eine Bergziege da rumhoppeln.
Ja, Hoppel. Wer weiß. Also da kann man sich wirklich eine spannende Geschichte aufbauen. Und wir haben es schon öfter gesagt, aber Kreativität hat hier keine Grenzen. Und du hast es ja angesprochen, es ist ja nicht nur diese Brücke, die wir hier ansprechen, sondern auch das Erweiterungsset mit der Steige und mit der Senke. Das heißt, auch hier dieses Element, dass es nach oben geht, dass ich dann wirklich auf die nächste Ebene fahre. Das muss ja nicht wie im ersten Set, das wir euch gezeigt haben, hier das Set sein, wo es dann kreisrum nach oben geht, sondern wirklich geradeaus nach oben. Und wie schon bei der Brücke gezeigt, die Elemente super simpel zum Zusammenstecken, die Gleise kann man auch einfach so reindrücken. Also das ist kinderleicht. Ja, der Aufbau ist wirklich easy. Man sieht das bei dir noch recht gut, wie das da runter geht und wie wir dann verschiedene Höhen überwältigen. Mhm. Hier vorne aber noch eine kleine Kurve. Also da ist wirklich für jeden was dabei. Schön ist auch noch, dass die... Genau, das wollte ich kurz zeigen. Deswegen habe ich das kurz rausgenommen. Also das ist, geht schon. Genau, das ist auch noch mal farblich markiert. Da kann man nichts durcheinander werfen von den verschiedenen Paketen und macht den Aufbau dann noch mal leichter. Genau, super simpel. Zack, steht schon der Pfosten oder die Balken, die das Ganze stützen, damit meine Bahn, die ja auch ein gewisses Gewicht hat, nach oben fahren kann. Genau, und wenn man sich dann schon so an den Aufbau gewöhnt hat, hat man natürlich immer die Möglichkeit, das noch mal irgendwie anders aufzubauen. Dann mal vielleicht ein bisschen was unter die Brücke zu bauen oder unter die Gefälle. Wer weiß, also ich glaube, da werdet ihr ganz kreativ. Ja, vor allem, wenn ich dann daran denke, dass man hier verschiedene Sets miteinander kombinieren kann, ist es eine coole Sache, weil ich mir dann, ja, wir wiederholen uns. Man kann sich tausend Sachen ausdenken. Ja, aber genau. Wir können mit dem Airport Express zum Flughafen fahren. Was gibt es noch beim Flughafen? Wir haben natürlich Gepäck dabei. Gepäck, stimmt. Genau, und auch das müssen wir ja irgendwie zum Flughafen oder zum Flugzeug bekommen. Deswegen haben wir da auch noch natürlich Transportmittel mit dabei, nämlich die sogenannten Jettainer. Auch dafür haben wir einen Clip und den zeigen wir euch jetzt. Ja, du hast recht, das sind ja nicht nur einfach Gepäckstücke, sondern wirklich ganze Container und ein Waggon oder zwei Waggons sogar in diesem Set. Cool. Ja, richtig. Und die, wir haben das gerade gesehen, die lassen sich auch öffnen. Also wir können da wirklich unsere Koffer, vielleicht haben wir auch kleine Köfferchen, die wir noch zu Hause haben, können wir reinpacken. Und so können auch alle Gäste dann in dem Zug die Koffer zum Flugzeug bekommen und von da aus weiterreisen. Stimmt, das müssen wir uns mal im Detail angucken. Vielleicht komme ich da ganz kurz. Ich kann dir den auch mal angeben. Oh, genau, das wäre toll. Weil dann können wir das gleich auch miteinander ankoppeln. Aber ich schaue mir das erstmal so im Detail an. Also, schönes Set. Jettainer nennen sich diese Boxen hier, wie man sehen kann. Und das sind vier Stück. Ich kann die hier runternehmen. Natürlich alle vier, wenn ich möchte. Ich stelle es mal ganz kurz ab und zeige euch diese Box hier, die ich in der Hand halte. Erstmal eine kleine Box. Fast schon unspektakulär, aber was das Schöne an der Sache ist, ich kann das Ganze hier öffnen. Richtig, da ist noch ein bisschen Stauraum drin und da kann dann alles gut verstauen. Ich wollte gerade schon verschifft sagen, aber wir sind hier mit dem Zug unterwegs. Kann es alles gut weggebracht werden. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, liebe Anna, aber wenn ich dieses Set schon als Kind gehabt hätte, weißt du, was ich dann da reingesteckt hätte? Erzähl. Müsli. Ich hätte sowas so gern mit meiner Schwester gespielt. Ich bringe ihr Müsli rüber. Sie sitzt da drüben und ich sage, hey Schwesterherz, ich komme kurz vorbei mit meinem Waggon und mit dem Container, denn ich habe Müsli am Start. Ja, jeder, was er braucht auf einer Flugreise. Da können wir machen, was wir wollen. Genau, ich würde sagen, wir docken das Ganze mal an. Das ist ja auch ganz schön gemacht hier von Märklin von MyWorld. Wir haben hier diese Magnetstreifen. Ja, genau. Die sich auch bewegen lassen, was wichtig ist, damit ich in den Kurven weiterfahren kann. Und ich kann das dann ganz einfach entkoppeln. Ja, die Magnetkopplung ist auch wirklich noch ein cooles Element. Da kann man ganz einfach ankoppeln. Thomas, du kannst es gerne mal probieren bei dem Airport Express, damit die Passagiere auch ihre Koffer dabei haben. Komm mal wieder kurz zu mir. Ja. Hier genau an diese Stelle hier. So, Achtung, die Steigung. Da fährt natürlich keine Bahn schnell drüber. Muss ja alles sicher sein. So, jetzt bin ich hier. Ich entkoppel das Ganze, indem ich einfach das auseinanderziehe. Mhm. So. Und jetzt kannst du ihn einfach dazwischen setzen. Jetzt kommt er dazu. Ah, so schnell geht's schon. Ja, starker Magnet, der hier verbaut wurde. Zack, steht das Ganze schon. So, Moment. Na, komm, mein Magnet.
Ein Magnet möchte nicht. Na gut, wir probieren es mal mit der anderen Seite. Ja, da muss man mal ein bisschen rumprobieren, dass... Jetzt funktioniert das Ganze. Ja, so müsste es klappen. Ja, Achtung, jetzt geht's los. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich brauche erstmal ein Signal. Achtung, Gepäck unterwegs. Und jetzt stell dir vor, ich habe Müsli drin. Du würdest dich jetzt freuen, wenn ich da vorbeikomme. Ja, jetzt könnte ich mir hier was rausnehmen. Jetzt bräuchst du noch eine Schale mit Milch. Oh, sehr cool. Und ich kann natürlich beide ankoppeln. Wir lassen jetzt mal einen Waggon dran. Aber theoretisch kann ich natürlich beide miteinander kombinieren. Genau, und wir können da entweder die Kartons oder die Container, die wir da haben, transportieren. Aber wie du schon sagst, wir können da auch andere Sachen mit transportieren. Wir haben da ja auch super viele Sachen aus anderen Themenwelten. Und wie gesagt, alles ist miteinander kompatibel. Eventuell, wir wollen nichts vorweggreifen, aber eventuell stellen wir euch ja noch andere MyWorld-Themenwelten vor, die ihr da ganz einfach mit reinbauen könnt.